Hallo und herzlich willkommen zu Update Wirtschaft, Ihrer täglichen Sendung rund um die schönen Themen Politik, Wirtschaft und Geld von Ihrer ARD-Finanzredaktion hier vom Parkett der Frankfurter Börse. Es ist eine Woche der Banken, das muss man ganz klar sagen, und des Rätselratens darum, ob das die Geschehnisse, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben, in eine Bankenkrise münden könnten. Bislang wiegelt man auch an den Finanzmärkten ab, sieht die Lage relativ gelassen, trotz der heftigen Turbulenzen, die ausgegangen sind von der Silicon Valley Bank in den USA, einer mittelgroßen amerikanischen Bank, die sich darauf spezialisiert hat, kleine Start-up-Unternehmen zu finanzieren und die in Schieflage geraten ist, nachdem der Aktienkurs einbrach. Unabhängig davon gab es Turbulenzen gestern rund um ein großes Schweizer Bankhaus, die Credit Suisse. Das Haus ist ja immer wieder in die Schlagzeilen geraten in den vergangenen Monaten. Dieses Mal befürchtete man Ansteckungsgefahren, die aus den USA in die Schweiz herüberschwappen könnten. Das hat den Aktienkurs massiv durchgeschüttelt. Am Abend wurde dann bekannt, dass die Schweizer Nationalbank die Credit Suisse unterstützen wird mit einem Kredit von bis zu 50 Milliarden Schweizer Franken. Damit will man die Liquidität, also die Zahlungsfähigkeit der Credit Suisse stärken und natürlich auch den arg ramponierten Börsenwert. Credit Suisse hat schon angekündigt, eigene Anleihen zurückzukaufen. Die sind im Kurs stark gefallen. Und damit erspart man sich hohe Zinszahlungen und bekommt die Papiere zu einem guten Preis zurück. Auch das wird die Bilanzkraft stärken, was bitter nötig ist. Denn die Credit Suisse hat im vergangenen Jahr über 7 Milliarden Euro umgerechnet Verluste gemacht. Das war der höchste Verlust der Credit Suisse seit Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008. Was hat zu diesen Turbulenzen geführt? Was sind die Konsequenzen daraus? Das möchte ich jetzt mit Guido Versondert besprechen von Independent Credit View in der Schweiz. Einen schönen guten Morgen. Ja, was ist da los bei Credit Suisse? Morgen, Herr Wolf. Bei der Credit Suisse war schon immer viel los, war immer eine sehr unternehmerisch denkende Bank, hat häufig dann auch unglückliche Konsequenzen gehabt. Wir haben hier jetzt sicherlich eine Vermischung struktureller Themen im Bankenmarkt, was wir über die letzten Tage gesehen haben, ist ganz zweifelsohne kein Kompliment für Rechnungslegung und Regulierung der letzten 17 Jahre seit 2006 in den USA, in Europa und andernorts. Es sind sicherlich auch sehr große Skepsis und Zweifel gegenüber der Geldpolitik der Notenbanken, Federal Reserve in den USA, EZB in Europa und natürlich die ganzen hausgemachten Probleme, die bei der Credit Suisse sich jetzt über die Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben und in einem Markt, in dem man sehr viele Banken kritisch gesehen hat, wie gesagt, auch kein Kompliment für Aufsicht und Rechnungslegung, da ist natürlich die Bank, die im Grunde genommen schon schwach ist, nochmal diejenige, die dann auch noch sehr viel kritischer gesehen wird. Wir begrüßen insofern sicherlich die Entscheidung der Credit Suisse, wie auch der Schweizerischen Notenbank und der Aufsicht FINMA, diese Liquidität zur Verfügung zu stellen und damit der Bank eben auch die zeitliche und finanzielle Flexibilität zu verschaffen, ihren ohne Zweifel herausfordernden Sanierungskurs über die nächsten Jahre erstmal fortzusetzen. Nun hat ja die Schweizer Nationalbank sehr schnell eingegriffen, nachdem es zu diesen Kursturbulenzen gekommen ist. Ist das eher ein Warnsignal, dass die Schweizer Nationalbank so entschlossen und schnell gehandelt hat, oder beruhigt sie das? Wir vertreten ja große institutionelle Fixed-Income-Investoren in der Schweiz und in Deutschland. Und ich darf Ihnen sagen, aus meiner Sicht hätte die Schweizerische Nationalbank und die FINMA gestern durchaus noch etwas zügiger handeln können. Wir haben bei Zeiten dafür geworben, dass man zur Beruhigung der Märkte beiträgt und dass man das dann bis in den späten Abend aufgeschoben hat.
hat uns doch noch ein bisschen Zeit und auch Nerven gekostet. Also die grauen Haare, die sind ehrlich verdient. Die Schweizer Nationalbank hat eingegriffen. Das hat die Märkte in der Tat beruhigt. Bankaktien sind durch die Bank wieder im Plus. Das heißt also, da kehrt Ruhe ein. Aber das ist so ein Muster, das haben wir die vergangenen Tage immer gesehen. Vormittags war es hier relativ ruhig. Dann kamen irgendwelche Nachrichten und riesige Turbulenzen. Glauben Sie denn, dass jetzt Ruhe einkehrt im Bankensektor? Wenn Sie sich die Kurse vieler Banken anschauen, ob am Anleihenmarkt, ob am Aktienmarkt, dann stellen Sie fest, dass Banken höhere Renditen zahlen müssen als Unternehmen, vielfach für ihre Anleihen, dass die Aktien vieler Banken deutlich unter ihren bilanziellen Buchwerten notieren. Selbst nach der relativ freundlichen Kursentwicklung im Januar, Februar, aber auch nach dem, was wir jetzt gestern, vorgestern, Freitag, letzte Woche gesehen haben, Price-Book-Ratios von 0,3, 0,4 für große europäische Banken, die per se keine strukturellen Probleme haben und sich tendenziell auch positiv entwickelt haben in fundamentaler Hinsicht. Das sind alles keine Komplimente. Wenn Sie auf 1 Euro bilanzielles Eigenkapital, das in der Bilanz steht, bei einer deutschen Bank ab Ende einen Buchwert, einen Marktwert von 0,3, von 30 Cent haben, dann können Sie den Rest mit Misstrauen, Skepsis und Vorsicht seitens der Investoren auffüllen. Und man sollte sich da keine Illusionen machen. Die aktuelle Entwicklung wird sicherlich nicht dazu beitragen, kurzfristig das Vertrauen in den Bankensektor, in einzelne Banken, aber eben auch nicht in Regulierung und Rechnungslegung deutlich zu verbessern. Und gerade wenn wir uns auch mal kurz von den IFRS berichtenden Banken, also den großen internationalen Instituten, abwenden, dann haben wir natürlich in Deutschland, auch in Österreich, viele Institute, die nach HGB berichten und wo wir im Zweifel auch sagen müssen, diese Rechnungslegung ist in der Form sowas von unzeitgemäß, sowas von gläubigerfeindlich und wo man dann eben auch sehr viel größere Skepsis nochmal wieder an den Tag legen muss und sich im Zweifel auch als Investor von etlichen Banken fernhalten sollte. Dieses Misstrauen, was Sie da schildern, das haben sich die Banken ja zum Teil mühsam erarbeitet. Credit Suisse hat eine wahre Serie an Skandalen hinter sich. Welche Hausaufgaben muss denn das Institut erledigen, um wieder international wettbewerbsfähig zu sein und das Vertrauen der Geldgeber wieder zu gewinnen? Die erste Priorität muss zweifelsfrei sein am 4. April bei der Hauptversammlung und dann spätestens am Ende April bei der Bekanntgabe des Ergebnisses für das erste Quartal ganz klar zu präzisieren, glaubhaft darzulegen, wie es mit der Liquidität aussieht, wie sich die Abflüsse bei Kundeneinlagen und bei den verwalteten Vermögen im Laufe des Januar, Februar, März entwickelt haben. Was da gilt, sind diese Abflüsse zum Stillstand gekommen, setzen sie sich vielleicht auch in verminderter Form fort, vielleicht auch wieder in verstärkter Form, was unsere Hypothese ist. Wie wirkt sich das auf die erwarteten Erträge für 2023 und darüber hinaus aus? In welchem Maße verfügt die Bank auch jetzt mit der Hilfe der Nationalbank über adäquate Liquidität, um ganz normal ihrem Geschäftsgang nachgehen zu können, aber eben um auch vorbereitet zu sein für weitere Kunden, die aus Vorsichtsüberlegungen sagen, wir diversifizieren unsere Bestände stärker. Darüber hinaus gibt es da eine ganze Reihe strukturelle Themen. Das ist sicherlich etwas, dass die Kommunikation, die Art und Weise, wie die Kommunikation der Bank läuft, betrifft. Das sind große Aufgaben im Bereich der Risikosteuerung, der Risikokontrolle, die wieder und wieder Probleme bereitet haben über die letzten Jahrzehnte. Und ansonsten, was wir von unseren Kunden hören, vielfach sehr positives Echo. Die Bank leistet gute Arbeit, die Mitarbeiter sind sehr kompetent. Die Kunden, die wir haben, würden ungern dort weggehen, aber die müssen natürlich schon auch unter Sorgfaltspflichten überlegen, wie weit sie eben bei irgendeinem Namen X bleiben können oder eben nicht aus Sicherheitsgründen doch auch noch die Banken Y oder Z mit dazu nehmen. Das Aufgabenbuch also prall gefüllt. Guido Versondert war das von Independent Credit View zur Lage bei Credit Suisse. Und in diesem Umfeld tagt
gerade das Direktorium der Europäischen Zentralbank und wird heute Nachmittag eine Zinsentscheidung verkünden. Eigentlich war die Richtung klar. Die Europäische Zentralbank wird noch mal an der Zinsschraube drehen, um die anhaltend hohen Inflationsraten zu bekämpfen. Aber im Angesicht der allgemeinen Nachrichtenlage und der Situation, in der sich einige Banken befinden, ist natürlich auch die Zinsdiskussion wieder voll entflammt. Bei mir zu Gast ist jetzt Jörg Zollner. Er ist Chefvolkswirt bei der Fondsgesellschaft Union Investment. Das ist die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken. Herr Dr. Zollner, wird sich die Europäische Zentralbank von den Turbulenzen bei den Banken beeinflussen lassen? Ja, schönen guten Morgen erstmal. Natürlich wird das eine Rolle spielen in der Diskussion in dem Rat. Davon ist auszugehen. Dafür hat das die EZB auch das Mandat. Ob es dann am Schluss zu einer Revision der Zinsentscheidungen kommt, da habe ich mal noch meine Zweifel. Aber mindestens in der Kommunikation und auch in dem, was die EZB sagen wird, wie es weitergeht nach vorne hin, glaube ich nicht, dass sie mehr Klarheit bringt, sondern sich eher alle Optionen offen halten wird. Das heißt, es wird nach vorne hin für die Zinsmärkte nicht sicherer, sondern bleibt eine offene Frage. Also heißt es konkret, es geht um einen halben Prozentpunkt noch mal rauf heute? Es geht um einen halben Prozentpunkt rauf. Wir dürfen nicht vergessen, wir kommen aus einem Jahr 2022 mit Inflationsraten um die 9% in Deutschland, 8% in der Eurozone. Das heißt auch in dem besten Fall, also die Inflationsraten kommen runter, die Geldpolitik schafft, was sie schaffen möchte, nämlich eine Verlangsamung der Inflation oder eben ein Abbau der Inflation, können wir nicht davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr unter die 6 oder 5% in Europa oder in Deutschland fallen, selbst unter besten Voraussetzungen. Das heißt, die große Aufgabe der EZB bleibt nach wie vor die Inflationsbekämpfung. Natürlich geht es auch darum, die Sicherheit zu unterstützen. Das wird eine Rolle spielen, aber am Ende des Tages bin ich da sehr sicher, dass wir zurückkommen werden in ein Regime, in dem es um Inflationsbekämpfung geht. Es ist also im Endeffekt dann auch eine Frage der Glaubwürdigkeit für die Europäische Zentralbank, wie sie jetzt handelt, oder? Das ist ihr Ziel. Ihre Aufgabe ist, die Inflation auf 2% runterzubringen. Das wird sie dieses Jahr auch im besten Fall nicht schaffen. Das wäre auch zu viel erwartet, jedenfalls wenn man nicht gleichzeitig eine große Rezession riskieren möchte. Und das wollen wir ja alle nicht, weil das schafft auch kein Vertrauen. Insofern bleibt das natürlich die große Aufgabe. Vorausgesetzt, wir haben die Rahmenbedingungen dafür, die waren bisher gegeben. Und ich gehe auch davon aus, dass wir sie nach vorne hin haben werden. Angenommen, die Europäische Zentralbank tritt auf die Bremse, vielleicht nicht bei dieser Sitzung, sondern bei der nächsten, weil die Turbulenzen an den Finanzmärkten dann doch zu beunruhigend sind. Wie hoch ist da das Potenzial, dass man durch erhöhte Aufmerksamkeit der Notenbanker vielleicht noch die Angst weiter schürt? Je normaler der Zinspfad jetzt verläuft, je eher ist das, glaube ich, ein Signal für Normalität. Und ich glaube, das ist das, was die EZB am Ende signalisieren wird. Wie sie jetzt den Pfad anlegt und ob sie dabei bleibt, das sehr klar im Vorfeld zu kommunizieren, das hat sie ja mit dem Blick auf die heutige Sitzung getan. Da bin ich mir nicht so sicher. Ob sie bei den Anleihenrückkäufen bleibt in dem gleichen Maße, weiß ich auch nicht. Da hat sie Freiheitsgrade am Kapitalmarkt zu agieren. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass wir sehr klare Ansagen bekommen, wie es mit den Zinsen weitergeht. Aber wir werden sehr klar eine Bestätigung bekommen, dass die Zinsen weiter steigen, die Leitzinsen zumindest weiter steigen. Die höheren Zinsen machen ja nicht nur den Banken zu schaffen. Auch in der Bauwirtschaft hat diese Zinswende tiefe Spuren hinterlassen. Wie hoch sind Ihrer Ansicht nach die Kollateralschäden dieser Zinspolitik für die Bevölkerung, für die Verbraucher, für die Wirtschaft? Die Zinsen funktionieren ja indirekt auf die Inflation. Es wäre schön einfach, wenn ein höherer Zins direkt zu einer niedrigeren Inflation führen würde. Das tut er nicht. Er beeinflusst das Verhalten von uns, das Verhalten von Unternehmen, von Haushalten, vom Staat. Und der Bausektor ist natürlich, weil es sich dort fast alles oder sehr vieles um den Zins dreht, ist natürlich einer der Kanäle, über die die Zinspolitik wirkt. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass im Bausektor wir die ersten Ergebnisse sehen. Das ganze Ziel der Zinspolitik ist ja, die Nachfrageentwicklung so einzudämmen, dass wir nicht weiter Probleme haben im Arbeitsmarkt, auf den Gütermärkten, wo die Produkte und die Personen und Menschen fehlen, um die Nachfrage zu bedienen. Deswegen steigen ja
die Preise. Insofern sind das die normalen Abläufe. Der Zinsanstieg ist sehr schnell gekommen, weil die Inflation in Europa sehr schnell hochgegangen ist. Deswegen sehen wir die Folgen oder haben wir sie lange nicht gesehen und sehen sie jetzt stark in den Sektoren, einfach weil es sehr schnell gegangen ist. Aber es musste auch schnell gehen. Ich erinnere nochmal daran, wir haben 2022 mit 9% Inflation abgeschlossen. 9% Inflation hat es im vergangenen Juni auch in den USA gegeben. Danach ist die Rate 8-mal in Folge zurückgegangen auf jetzt 6%. In Europa tut sich die ganze Lage etwas schwer, was den Inflationsrückgang anbelangt. Warum ist das so? Wir haben in Europa eine, wenn Sie auch die Inflation noch mal zerlegen in Energiepreise und Nahrungsmittelpreise und den Rest, dann stellen wir fest, in den USA auch, aber eben gerade auch in Europa, dass die sogenannte Kernrate sich noch nicht zurückbildet. Das hat in Europa damit zu tun, dass die Energiepreise ja im letzten Jahr sehr stark aufgrund des Ukraine-Krieges gestiegen sind. Und diese Effekte, die wirken eben lange noch nach in die anderen Bereiche hinein. Und deshalb haben wir hier dann in der Folge Preiseffekte in anderen Teilen, weil ja jeder Energie verbraucht, die noch lange wirken und das hält halt länger an. Und deswegen umso mehr ist die EZB nach wie vor gefordert, auf der geldpolitischen Seite zu agieren. Inflation zu zerlegen ist eine schöne Vorstellung, ein schönes Bild. Es hat sich ja, Sie haben es ja schon gesagt, von den Energiemärkten so ein bisschen gelöst, die Teuerung. Sie hat sich in andere Bereiche hineingefressen. Nahrungsmittel sind deutlich teurer geworden, Materialien. Kann man mit Geldpolitik überhaupt dagegen steuern, wenn es doch vor allen Dingen von den Energiepreisen herkommt und dann weiterläuft? Das ist ja die große Herausforderung der EZB, dass wir hier in Europa, und das, da ist es eben anders als in den USA, eine Inflation haben, die getrieben ist auch von Angebotsschocks, sagt man. Das ist im Wesentlichen die Umstellung unserer Energieversorgung weg von russischen Quellen hin zu anderen Quellen. Das kostet Geld, das kostet Zeit und es wird teurer. Und das hat die EZB sehr wohl berücksichtigt. Sie hat ja auch später angefangen als die Federal Reserve und ist etwas vorsichtiger unterwegs gewesen als die Federal Reserve. Sie wird auch nicht auf ein Zinsniveau hochlaufen, wie das in Amerika der Fall ist. Da ist die Situation eben eine andere. Man hat in Corona sehr viel Geld verteilt und dieses Geld ist als Nachfrage in die Volkswirtschaft geflossen, ohne dass man gleichzeitig die Produktionskapazitäten hatte. Das ist ein klassischer Textbuchfall und deswegen sind die USA hier auch in einer Textbuchwelt unterwegs. Für die Europäer ist das etwas komplizierter. Deswegen dauert es auch länger und deswegen muss man der EZB auch ein Stück weit die Zeit lassen. Wir werden dieses Jahr nicht 2% Inflation haben. Jörg Zeuner war das, Chefvolkswirt von der Fondsgesellschaft Union Investment, mit einem klaren Signal, dass die EZB noch etwas Zeit benötigt, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Herzlichen Dank für Ihre Einblicke in das geldpolitische Geschäft. Ja, und auch wenn die Zinsen gestiegen sind, dann bedeutet das noch lange nicht, dass man als Verbraucherin oder Verbraucher damit ordentlich Geld machen kann. Denn dabei geht es um den Realzins. Und der ist nun mal weiterhin im Minus. Ganz klare Rechnung, wenn die Inflationsrate bei 8% liegt, also mein Geld um 8% entwertet wird im Jahr und vielleicht das Tagesgeldkonto 1% Zinsen abwirft, dann ist man immer noch bei minus 7%. Das heißt, es wird Geld verbrannt. Eine Alternative dazu sind Aktien. Aber grundsätzlich stehen die Deutschen dieser Anlageform sehr skeptisch gegenüber. Wir haben uns draußen hier vor der Börse mal unter unserem Publikum umgehört. Ja, tatsächlich habe ich einen größeren Bestandteil meines Vermögens in Aktien angelegt. Aber in den letzten 2 Jahren liegt das einfach nur so da, würde ich sagen. Hat sich, glaube ich, im Freundeskreis mal so ergeben. Irgendwas musste man mit seinem Geld, das man angespart hat, tun, weil einfach nur es liegen zu lassen mit Negativzinsen war doof. Und dann hat man irgendwie angefangen mit einem ETF und dann hat man sich gedacht, ach komm, das Unternehmen finde ich vielleicht gar nicht schlecht und hat auch mal einen Einzeltitel gekauft und so kam eins zum anderen und dann hat man sich ein bisschen damit beschäftigt und hatte dann immer mehr. Weil ich das nicht so vertraue und ich möchte lieber investieren in Sachen, die, wo ich weiß, wie viel am Ende rauskommt. Ah, Sie meinen, ob Kinder das, ja, ich denke in der Schule, das wäre eine gute Idee. Ich habe von Wirtschaft null in der Schule gelernt und das war vielleicht etwas, das ich gerne gehabt hätte. Ein bisschen mehr, wie die Börse funktioniert und solche Sachen für mich ist
Und noch auf Deutsch noch dazu, wenn ich bei meinem Banker bin, bin ich ein bisschen geschmissen, ja. Hatte ich früher viele, oder was heißt viele, einige, aber die habe ich inzwischen verkauft und jetzt macht mein Mann das. Es sind direkte Aktien und einfach von einem guten Bekannten beraten lassen, der jedenfalls über die ganzen Zeit, Jahren, ich sag mal, fachmännisch da immer aktiv war und von dem habe ich mich beraten lassen. Ganz anders ist natürlich die Situation hier auf dem Frankfurter Börsenparkett bei den Profis. Wir haben uns mal unter denen umgehört, was ihre erste Aktie war. Meine erste Aktie habe ich heute immer noch, aber die ist inzwischen zweimal umbenannt worden. Ich hatte das große Glück, ich hatte ein Schulfach Wirtschaft oder Ökonomie damals. Und unsere Ökonomielehrerin erzählte begeistert von der Firma, wo ihr Mann Manager war. Das war damals die Gute Hoffnungshütte. Das ist lange her. Ich habe dann diese Aktie als meine erste Aktie gekauft, nach ein paar Jahren, aber mit bester Erinnerung an den Unterricht. Und die wurde später umbenannt in die MAN-Aktie. Und die MAN-Aktie ist heute die Traton-Aktie. Und ich habe sie immer noch und bin sehr zufrieden. Meine erste Aktie, die habe ich zur Kommunion bekommen. Das war die RWE-Aktie. Es waren, glaube ich, 7 Stück. Ja. Die habe ich damals bekommen, weil meine Paten, Onkel und Tanten meinten, man muss dem Jungen mal was anderes geben als nur Geld. Ich habe mich geärgert, ich hätte lieber die Carrera-Bahn oder die Märklin-Eisenbahn bekommen. Aber gut, aber nachhinein, nach vielen Jahren später, habe ich schon gesehen, das ist ein schönes Investment gewesen, Dividende, das war nicht schlecht. Gut, ich hatte das Glück einzusteigen in die Finanzbranche vor 25 Jahren, also 1997. Und das ist natürlich genau die Zeit, bevor in Deutschland zumindest kleine Aktien sehr groß rausgekommen sind. Also Stichwort neuer Markt, Stichwort Internetblase, in der das dann geendet hat. Und meine erste Aktie war die Mobilcom, also eine erste Aktie, wirklich, die auch am neuen Markt quotiert wurden. Und das kann jeder am Aktienkurs selber ablesen, dass das natürlich erstmal eine große Erfolgsgeschichte war. Und Kursgewinn und Dividenden reichen dann vielleicht auch für die Modelleisenbahn aus. Norbert Kuhn vom Deutschen Aktieninstitut. Die erste Umfrage mal im Blickpunkt. Warum sind die Deutschen so skeptisch, was Aktien anbelangt? Ja, viele Deutsche sind leider immer noch die typischen Sparbuchsparer oder sie legen ihr Geld auf Festgeld oder Tagesgeld an. Das bedeutet, dass sie wenig Erfahrung mit Aktien haben und daraus resultieren natürlich bestimmte Missverständnisse auch, was Aktien angeht. Viele meinen, Aktien sind zu riskant. Sie fokussieren sehr auf den Kurzfristcharakter von Aktien. Sie sehen eher diese Krisen, die wir auch jetzt gerade erleben, nehmen dann Abstand, denken, oh, das ist mir zu heiß. Und übersehen dabei leider, dass eben Aktien in der langen Frist eine sehr stabile Rendite von 6-9% jährlich erwirtschaften können. Wie kann man diesen Vorurteilen begegnen? Sie müssen Erfahrungen machen. Die Deutschen oder die Menschen in Deutschland müssen endlich Erfahrungen mit Aktien machen. Eine Möglichkeit oder ein guter Hebel ist die Altersvorsorge. Das sehen wir in anderen Ländern, Schweden, USA. Dort sind Aktien mittlerweile ein fester Bestandteil der Aktienanlage. Die Leute machen positive Erfahrungen mit Aktien und sind dann auch insgesamt gegenüber der Aktienanlage viel aufgeschlossener. Ein anderer Weg ist natürlich, ja, wenn man Missverständnisse hat, muss man diese aufdecken, man muss die aus dem Weg räumen. Finanzielle Bildung ist da auch zentral und hier, da muss man früh anfangen, schon in der Schule, Schulfach Ökonomie und hier muss man ansetzen. Das ist ja einer der Jobs, die Sie ja auch machen. Kann die Politik da was tun? Es gibt ja dieses Thema Aktienrente, dass die Aktie ein fester Bestandteil des Ansparens für die Rente sein soll. Wie stehen Sie dazu? Grundsätzlich ist es eine hervorragende Idee, mehr Aktien in der Altersvorsorge zu nutzen, gerade angesichts des demografischen Wandels. Die Schwächen des Umlageverfahrens sind in der Politik bekannt. Und jetzt das Konzept der Aktienrente, daraus ist ja das Generationenkapital geworden. Man möchte mit Aktien die gesetzliche Rente stabilisieren. Das ist grundsätzlich zu begrüßen. Wir haben da 3 Anmerkungen dazu. Also zum einen, diese 10 Milliarden Euro, das kann nur eine Anschubfinanzierung sein. Das muss jährlich eingespart werden. Besser noch, der ursprüngliche Vorschlag von der FDP, der hat gesagt, 2 Prozentpunkte der Beiträge sollen jährlich angespart werden. Das sind ca. 30 Milliarden. Dann der Staatsfonds, der dieses Geld verwaltet. Der muss politisch unabhängig agieren. Der darf nicht nach politischen Stimmungslagen reagieren. Und drittens, das soll ja mit Schulden aufgenommen werden. Schulden haben wir schon genug.
Hier muss man zu einer Beitragsfinanzierung perspektivisch umschwenken. Wir haben ja gerade in dieser Sendung auch von der Skandalserie bei Credit Suisse gesprochen. Es gibt den Wirecard-Skandal, viele andere. Muss nicht nur der Staat Hausaufgaben machen, sondern die Unternehmen vielleicht auch, um mehr Leute in die Aktie zu locken? Die Unternehmen sind natürlich sehr interessiert an den Privatanlegern. Und es gibt ja schon viel, was sie machen. Sie müssen Transparenzvorschriften machen. Sie haben ganz, ganz viele andere Pflichten. Dort ist es eher so, dass es den Unternehmen immer schwerer gemacht wird, den Weg an die Börse zu finden, weil dort auch dann über diese ganzen Anlegermaßnahmen auch viel Bürokratie entsteht. Und hier muss man sehen, dass man dann eine Balance findet. Einerseits klar, den Anlegern das Vertrauen in die Kapitalmärkte geben, aber andererseits auch die Unternehmen nicht mit Bürokratie überfrachten. Norbert Kuhn war das vom Deutschen Aktieninstitut zur Aktienkultur in Deutschland. Vielen Dank für Ihren Besuch hier auf dem Parkett. Ja, und damit endet unsere Sendung auch fast. Einen kleinen Blick auf den Deutschen Aktienindex, den wagen wir auf alle Fälle noch. Der DAX ist mit Gewinnen in den neuen Tag gestartet. Aktuell steht der DAX 166 Punkte im Plus bei 14.902. Es ist also wieder etwas Beruhigung hier eingekehrt. Und mit diesem Blick auf die Börse verabschiede ich mich von Ihnen. Machen Sie es gut.